Well, there you are. That barrier again! Looks like we were right. Another Therian. Just as Velvet conjectured, each of the seven heads seems to assume a different form. The sensation! It was here! Well, look at that. I guess your hunch panned out too, kiddo. This is just how I felt in Warren Forest. That must have been an Earth Pulse point back there, too. Oh, what are we going to do with this one? Can we get it to shrink like that bug of yours? I don't care whether it lives or dies. As long as we defeat it and take out one of Enominat's heads, that's all that matters. Also die Stimme. Ja. Es haben auch alle ein Mystic Art Potenzial, ist gut zu wissen. Die Frage ist, will ich meine Mystic Arts da draufballern? Schon, oder? Also wenn schon, denn schon, wenn ich die schon habe. Ich meine, wofür habe ich die denn, wenn ich für die Boss kämpfe? Omega-Schokolade! Oh! Mehr zweite Mystic Arts. Ich habe mir gerade die Kette abbrechen lassen aus Versehen, weil ich irgendwie gerade so... zweite Mystic Arts war, dass ich Eisen und Rokuro irgendwie komplett vergessen habe. Aber ja, das zweite von Eleanor und das zweite von Lafisette haben wir auch gesehen. Ist das das von Luke? I see. Das ist irgendwie cool, weil das heißt jetzt, Velvet hatte ihr zweites. Das werden wir nicht so oft sehen, weil ich sie oft spiele. Magilou hatte ihr zweites. Eleanor und Lafi jetzt auch. Wobei die von Eleanor und Lafi sehr ähnlich zu den ersten waren, fand ich. Deswegen muss ich erstmal kurz überlegen, ob es wirklich neu ist. Ob Eisen und Rokuro ihre haben, weiß ich gerade noch gar nicht, aber die haben wir zumindest noch nicht gesehen. Weil ich, wie gesagt, gerade vor Schreck auch die Kette abgebrochen habe. Beim nächsten Mal dann. Aber trotzdem sehr cool. Aber so machen wir auch guten Schaden. Meine Güte, bist du endlich mal weg? Sagen, viel kann das nicht mehr gewesen sein. I don't think this Therian's getting any smaller. I'm not letting you go this time. Malevolence must refer to demons, then.
feeding on demons. I know what that's like. Mommy. Mommy. Look! It turned into a little girl! Is that... Kamoana? Mommy, why? Why did you leave me all alone? Did I do something wrong? Was I too weak? I'm sorry, Mommy. I'm sorry. No, this can't be happening. I tried so hard to be strong for you, Mommy. The man from the Abbey made me strong. So please, Mommy, please come back. The Abbey made her strong? By turning her into a Therian? Jeez, those Abbey jokers really get off on this sacrifice stuff, don't they? I can't believe it. That woman, she was trying to save her own daughter. Mommy! Mommy! I miss you! Mommy! Dying, unable to save her daughter, all she could do was offer herself to feed her hungry child. No! This is my fault! So, should we bring her with us? Someone like her will only slow us down. That Therian isn't going anywhere! Oscar! What is the Abbey doing? Please tell me, I have to know! Eleanor! The less you know, the better! I must know! I killed her mother, and then the poor girl, she... Ah, so she must have devoured the demon. But don't let that trouble you. The demon was a necessary sacrifice to bring an end to this world's pain and suffering. It wasn't just some demon! She was a mother! She was all this girl had! Her one and only mother! Be that as it may, those who possess strong wings must... It's not nice to make a girl cry. Mommy! Kamoana. It's now or never. Out of the way, Lafayette. Wait! Have you no compassion? This isn't up for discussion. I thought you just wanted to weaken an Omanaut! You can sever the link! You don't have to kill her! Velvet! Oh, someone's had a change of heart. Apparently, a woman's tears truly do have frightening power. I'm just curious about something Grimoire said. I can always kill this one later. If we're taking her with us, we'd better grab her and go. No sense lingering in the enemy's territory. Hey, Kamoana. My name's Lafayette. Do you want to come with me and my friends and get out of here? Where's my mommy? I'll be lonely without her. You're not alone, sweetie. I promise. Even if she's far away, your mother will always be looking over you. How do you know? Because... that's what my mother does for me, too. Let's go, Kamoana.
Okay. Also normalerweise halte ich ja die Klappe in Cutscenes, aber als Oscar auftauchte, konnte ich nicht anders. Das war so, Oscar, das ist nicht der richtige Moment. Aber er wurde an die Wand geklatscht, das fand ich tatsächlich sehr unterhaltsam. Also Oscar ist leider auch so ein bisschen so ein Opfer, oder? Also immer wenn wir ihn sehen, wird er irgendwie in irgendeine Wand geklatscht oder ohnmächtig geschlagen oder sonst irgendwas von Velvet. Also irgendwie ist er schon so ein guter Punching Ball geworden. Ansonsten, ja... Die Szene an sich finde ich voll traurig, weil, ich sag mal, die Mutter und die Tochter wollten ja nur ihren Tempel zurückhaben von der Abtei und deswegen ist die Mutter ja auch immer wieder hier hingekommen und ist dann letztendlich zu einem Dämonen geworden, was an sich ja schon echt traurig ist, weil man die Dämonen eben auch nicht wieder zurückverwandeln kann, obwohl sie ja immer noch so ein bisschen Erinnerungen hatte. Also nicht so krass wie bei Velvet und Rokuro. Also die sind ja wirklich noch zu 90% menschlich, aber zumindest mehr als die anderen dahingelaufenen Dämonen. Und Kamuana wollte halt einfach nur stark für ihre Mutter sein und hat sich dementsprechend von der Abtei in einen Therian verwandeln lassen. Was halt echt widerwärtig ist, dass die Abtei das mit einem kleinen Kind macht. Also die Abtei ist wirklich der größte Dreck in der Szene. Und ich meine, klar, Eleanor wollte den Dämonen auch nur erlösen, deswegen war es irgendwie schon so richtig, aber... Die Tatsache, dass die Mutter dann sich im letzten Moment quasi noch für ihre Tochter geschmissen hat. Vor allen Dingen finde ich es einfach so schlimm. Kamuana ist jetzt übrig und einsam und wird vielleicht von der Abtei sogar gejagt, weil sie immer noch ein Therian ist. Ich meine, gut, die Verbindung ist getrennt zu Innominat, aber trotzdem. Sie hat ihre Mutter verloren. Genau genommen hat Kamuana ja auch mitgeholfen, ihre eigene Mutter zu töten, indem sie die gegessen hat. Was man ihr aber auch nicht sagen kann, um Gottes Willen. Und Eleanor fühlt sich schlecht, weil sie die Mutter getötet hat. Oscar liegt bewusstlos am Boden, so wie immer. Also es ist halt irgendwie eine Lose-Lose-Situation für alle. Von daher gesehen schon eigentlich eine sehr emotionale Szene. Auch gut inszeniert, aber heilige Scheiße, die Stimme von Kamuana, ne? Deswegen meinte ich vorhin schon, meine Ohren werden leiden, ne? Diese Raucherstimme, die sie einfach hat. Also so an sich, wie gesagt, war die Szene auf jeden Fall gut gemacht, aber dieses Voice-Acting ist dann schon schmälert ein bisschen das Mitgefühl. Aber Eisen hat hier wiederbeleben gelernt, scheinbar. Das finde ich gut. Du meinst einfach nur stärkere Heilung. Auferstehung? Mithilfe des Ventils des Marathonläufers kann der erworbene Rang erhöht werden. Okay. So, Expedition ist auch wieder am Start. So. Also. Okay. Also wer wird meinen, man könnte ihn ja, ne, vielleicht eventuell mal eben mit dem Kopf ins Wasser tunken, aber sie tut es Eleanor zuliebe nicht. Muss ich jetzt eigentlich wieder komplett rauslatschen? Wahrscheinlich, ne? Wobei ich kann geradeaus gar nicht rauslatschen. Ich muss wieder über den Teleportpunkt machen. Ich bin ganz froh, dass sie kein riesiges Teleporträtsel draus gemacht haben. Ich glaube, das hätte mich kirre gemacht, wenn ich dann irgendwie noch mehr Teleporter gehabt hätte und dann irgendwie ganz unten links einen Kelch hätte für ganz oben rechts. Also ich glaube, das wäre schon heftig gewesen. Aber dass der Punkt irgendwie wichtig ist, war ja, glaube ich, auch klar. Auch wenn ich zwischendurch dachte, vielleicht ist es nur ein Shortcut. Aber ja, hat ja gut geklappt. Hoch. Not good. The malevolence is getting stronger. My, the effects are already starting to show. Hieß das in Systeria eigentlich auch schon Bosheit?
Also ich weiß, dass der englische Begriff, glaube ich, gleich war. Malevolence. Ja, aber ich weiß nicht, ob der deutsche Begriff tatsächlich gleich war, aber müsste. Sieht auf jeden Fall nicht mehr so einladend aus. So. Die Exorzisten können gerne hier bleiben. Ja, der englische Begriff klingt schon geiler, das stimmt. Gut, dass sie es nicht einfach Evilness genannt haben oder so. Gott. The Darkness. Hat sich ein bisschen zugezogen hier. Okay. Kann ich dann zum Riff? Wo lande ich denn dann? Da lande ich ja nur da. Da will ich auch nicht landen. Wenn, dann würde ich mich gerne ganz zur Stadt zurückporten. Ich kann mich zumindest wieder zum Osteingang zurück teleportieren. Das ist vielleicht schon mal ganz praktisch, weil die Route ja schon extrem lang ist. So. Dann gucken wir doch mal, was jetzt in der Stadt noch potenziell ist. Grim, what's up? Did you come to share something else you found in that book? Not quite. I'm afraid the malevolence has grown too dense for me to hole up at the inn reading. Malevolence? The hell? What's that coming out of their bodies? Malevolence. They're all hitting their limits. Demon Blight! Even the Inn Girl! Why is this happening? They're demons now. Their malevolence is spilling over. The malevolence. All of that energy spilling from their bodies. That's what causes the demon blight? Do you know what demon blight really is? What demons are? They couldn't have gotten far. Track them down at all costs. We'll talk later. The exorcists are going to have their hands full with these demons. Let's get back to the ship while we can. Wie Grimm getragen wird. Wie gut. Gut, die ist mit ihren kurzen Beinchen vielleicht nicht ganz so schnell, ne? Okay, aber es ist schon irgendwie hart, dass wir jetzt Camoana da quasi rausgeholt haben. Isolde. Und dadurch scheinbar irgendwie das ganze Gebiet verseucht haben. Das ist halt irgendwie, ne? Ganz, ganz unschön und nicht das, was wir wollten. Aber eine Anmerkung muss ich mal eben tätigen. Velvet ist ja wohl nicht der unempathischste und kälteste Charakter in diesem Spiel. Ist ja wohl eindeutig Magilu, oder? Die hat immer diese Fuck-it-Einstellung. Auch jetzt, ja, die verwandeln sich alle in Dämonen. Passiert, ist halt so, kann man nichts machen. Während Velvet ja wenigstens noch schockiert gewesen ist. Also Magilu ist viel abgebrühter und kälter als Velvet. Ach, das war die Stadt. Ja. Ich erinnere mich. Wo soll ich hin zur Van Eltia?
Die Frage ist, gehe ich da jetzt noch? Jan, wie viel kommt denn jetzt noch? Bleibe ich jetzt hier stehen oder gehe ich noch zur Van Eltia? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob da jetzt noch viel kommt. Ich denke mal, die eine oder andere Cutscene sollte da schon noch kommen. Aber keine random Bosskämpfe oder so. Ich hätte jetzt Nein tippen. Okay, lass uns einen Deal machen. Du läufst zur Van Eltia und ich gehe aufs Klo. Ich muss da in einer Stunde aufs Klo und ich kann einfach nicht mehr. Okay, ich laufe. Aber lauf langsam. Okay, ich gehe. Wir gehen einfach zur Van Eltia, ne? Ganz gemütlich. Also wirklich, ganz gemütlich. Wie gesagt, ich soll langsam laufen. Gehe ich überhaupt richtig, Chat? Ich kenne mich doch hier nicht aus. Oder bin ich gerade wieder zurückgelaufen? Ne, ich glaube, ich gehe richtig. Okay. Ich bin extra langsam gegangen. Also gut gemacht. Bitte schön. Wir sind spazieren gelernt. Wenn jetzt nämlich nicht mehr viel gekommen wäre, hätte ich gesagt, okay, nach dem Stream passt noch, aber wenn ich jetzt nicht weiß, wie viele Szenen noch kommen, bin ich dann doch mal eben kurz gegangen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Nach unten. Where are we going? Where's my mom? Kamoana, your mother is still far away. Then I need to wait for her at home. Let's go back to Haria. Scary demons are running through the village. It's too dangerous there now. But I want to see my mom. Your mom would be sad if you got hurt by a demon. Come with us, and we'll keep you safe until she comes back. Okay, I'll go with you. I wouldn't want mom to be sad. Perfekt vor dem Gespräch hast du mich abgestellt. Das ist schon traurig. Ich meine, was willst du machen? Willst du dem Kind jetzt die Wahrheit sagen und es gefühlt komplett traumatisieren oder erstmal mit einer Lüge weiterleben lassen? Ist beides schon blöd. All right. You're going to tell me about the demon blight and malevolence. Are you seriously thinking of breaking the Moloch taboo? That depends. Moloch taboo? This is about more than just the demons. You could say it's the truth behind how this world really works. The knowledge can be devastating to humans, throwing into question everything they think they know. And so the Molochim agreed to withhold it from humans, for their own protection. You still want to know? It's not like I'm a human anymore. I can't keep lying to myself. I can't go on unless I know the truth. You asked for it. First of all, this thing, this illness you call demon blight does not exist. Any human carries the potential of becoming a demon. All it takes is for the malevolence lurking in their heart to overflow. And what exactly is this malevolence? Impure emotions beyond what reason can suppress. Think of it as the sin buried in men's souls. So you knew. I'm a witch. So malevolence is the darkness in all our hearts. Make any sense to you guys? Any at all? When you put it like that, yeah, it makes a lot of sense. By nature, humans are incited by negative energy. It is easy to turn them towards impurity, creating malevolence. In fact, most people are constantly generating malevolence. It might even be possible that demons are people's true selves, and what little reason they possess is all that keeps them in human form.
If the masses realize this, the realm would be thrown into utter chaos. That's why the Abbey propagates the lie of demon blight. So I presume. That can't be true! You know yourselves there weren't any demons before the opening! It used to be that humans couldn't see demons, or Malakim. Not unless they possessed a unique spiritual talent we call resonance. All your average human would see was someone turning extremely violent. Unable to explain what was happening, they'd just call those people possessed or feral. Then what made people see them all of a sudden? I don't know. My guess would be that something triggered greater resonance among all of humanity. And then, on the day of the Advent, all humans gained the ability to perceive Malakim. And in the following days, the exorcist numbers swelled. This has to be Artorias's doing. But if there's no sickness, why would an entire village turn into demons at the same time? Eight-headed is the lord of the land, with seven mouths to devour malevolence. Humans produce malevolence, which Therians consume and transmit to Innominaut. But when we removed Kamawana from the Earth Pulse Point... Clever boy! That's right. With no Therian to absorb their malevolence, the villagers could no longer contain it. So you're saying it's all my fault? Hey, what's going on? You all look so sad. It's scaring me. On the other hand, at least now we know we can trust the contents of that ancient book. We tear the Therians away from their Earth Pulse points. Innominaut's power will wane, and will prevent this awakening. But if we take away the Therians, then more and more humans will turn into demons. It's the only way to kill Artorias. Ooh, the knives come out! So even the truth won't stop you. Very well. Since each Therian looks different, we'll only find them by capturing the Earth Pulse points one by one. What separates humans and demons? That's Eleanor. Cheer up, Eleanor. Your mommy's looking over you too, you know. Yeah, so she is. Thank you, Kamawana. Süßes Kamawana ja schon eigentlich. Grimoire, I want you to tell me more about what you said earlier. About malevolence? I told you, the subject is taboo. I understand that human emotions create a poison called malevolence that turns people into demons. Is there no way to stop malevolence from being created? As long as humans remain human, no. Malevolence is born of emotion, you see. But your kind must have found a way around it. Malakim experience emotions too. But Malakim do not produce malevolence, unlike humans. That's a lie. I've watched a Moloch turn into a demon. That only happens when we are exposed to too much external malevolence. True. The island was full of prisoners and demons. And Melchior hit that Moloch with something that turned it into a wyvern. Was it malevolence? To Malakim, malevolence is a powerful toxin. We seek those of purity to serve as vessels to protect us from it. It is not a perfect solution, however. If the vessel is corrupted, the Moloch is as well. That is correct. So if Eleanor turns into a demon, then Lafayette... That must be what Aizen meant when he said he'd hate to see Lafayette's vessel broken. A small crack in one's soul is often all it takes to break a person apart.
So try not to pick on our squeaky clean exorcist too much, hmm? Thanks for the warning. Wie tiefgründig. Dass manchmal ein kleiner Riss in der Seele reicht, damit der ganze Körper zerbricht. Aber die Szene ist... Oh, die Musik ist so gut. Velvet Theme ist generell so gut. Und so traurig. Nee, die Szene an sich ist echt cool, weil das eigentlich Dinge sind, die man durch Zestiria schon weiß. Und wenn man es eben nicht weiß, erfährt man es hier endlich. Nur die Aussichten sind irgendwie auch so schlimm, dass die Menschen von sich aus diese Bosheit produzieren. Was ich nachvollziehen kann, weil wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. Und eben auch, also ich glaube, auch wir könnte man irgendwie auf uns übertragen. Ich glaube, dass wir in gewisser Weise auch diese negative Energie selber produzieren, weil wir Menschen einfach... so sind, nur dass bei so vielen Leuten diese Negativität so stark ist, dass sie sich wirklich in Dämonen verwandeln, ist gruselig. Deswegen kann ich die Abtei schon verstehen, dass sie das geheim gehalten haben, dass jeder Mensch sich potenziell verwandeln könnte. Also die Info fand ich jetzt gar nicht so schlimm. Also klar, es ist erschreckend, dass jeder die Veranlagung dafür hat. Aber viel schlimmer fand ich diese Information, dass die Therians ja eigentlich eine gute Aufgabe übernehmen. Also, dass die Abtei die eigentlich eingesperrt hat, was den Wesen gegenüber nicht fair ist. Also, Velvet war ja auch einer davon, Kamoana. Es ist denen gegenüber nicht fair, die einzusperren und einfach nur als Mechanismus zu nutzen. Aber dass die halt tatsächlich eigentlich einen wichtigen Job machen, indem sie diese Bosheit irgendwie aufsaugen und indem wir jetzt quasi die ganzen Therians befreien und damit die Nominat schwächen, sorgen wir aber auch dafür, dass die Menschheit so ein bisschen dem Untergang geweiht ist. Und das finde ich an Berseria so interessant, weil du halt sehr oft in Spielen, du bist der Held und du machst was Gutes und besiegst den, weiß ich nicht, Bösen. Aber hier ist es irgendwie ein sehr zweischneidiges Schwert, weil du halt schon Artorius für das büßen lassen willst, was er getan hat, und du die Abtei irgendwie auch so ein bisschen exposen möchtest, dass die halt nicht so rein sind und halt auch sehr viel Dreck am Stecken haben. Aber es ist ja schon ein gutes Ziel, aber auf der anderen Seite, um dieses Ziel zu erreichen, gehst du über Leichen. Und das finde ich halt so interessant bei Berseria, weil du nicht sagen kannst, du machst das Richtige, du kannst aber partout auch nicht sagen, du machst das Falsche. Da muss halt irgendwie einfach für sich selber entscheiden, wo er da moralisch steht. Und das finde ich halt super spannend, um so drüber nachzudenken irgendwie. Was ich auch ganz interessant fand, dass die anderen einfach mitgezogen sind. Also ich meine, klar, Eisen will Eifried wiederfinden. Der hat eindeutig was mit Melchior zu tun. Rokuro möchte sich mit Shigori anlegen. Der hat auch was mit der Abtei zu tun. Laffy kommt uns eh hinterher. Und ich glaube, Grimm und Magilu ist das eigentlich alles ziemlich egal. Also aktuell wollen die, glaube ich, einfach nur Unterhaltung haben. Die einzige, für die das halt natürlich ein bisschen schwerer ist, ist Eleanor, und Laffy geht mit Velvet eher ans Ende der Welt, sag ich mal. Also das ist echt interessant. Würdest du sagen, das ist der Plot-Twist gewesen? Nein, der Plot-Twist kommt später. Also ich kenne... Foreshadowing! Ich kenne ja die Story. Und Tails hat immer diesen einen Moment, wo alles zusammenbricht. Außer Graces. Außer Zestiria. Viele Tales-Spiele und JRPGs haben diesen einen Moment, wo alles zusammenbricht. Ich korrigiere mich. Und klar, das war jetzt natürlich viel Input, was einem irgendwie auch schwer belastet, eben zu wissen, dass wir nicht hundertprozentig das Richtige tun in Bezug auf die Therians und irgendwo auch nur... Eigentlich sind alle aus der Party sehr egoistisch, indem sie quasi ihre eigenen Ziele verfolgen. Aber dann wiederum die Menschheit so ein bisschen wachzurütteln, dass die Abtei eben nicht das Nonplusultra ist, ist ja eigentlich auch nicht unbedingt verkehrt. Aber wie gesagt, ich glaube so von der Präsentation her, es war halt eine sehr wichtige Information, die einen umdenken lässt vielleicht. Aber es war jetzt nicht der Moment, wo man sich denkt, Scheiße! Na? Und was ich halt so interessant fand, dass die Malakim keine Bosheit produzieren können. Die sind sowieso komplett am Arsch eigentlich, oder? Bei der ersten blutroten Nacht, wo auch Celica verstorben ist, da wurden dann Dämonen sichtbar. Und in der anderen blutroten Nacht, in der dann Lafiset verstorben ist, wurden dann die Malakim sichtbar. Das haben wir auch vor einiger Zeit in einem Buch mal gelesen, wo so ein paar Lücken drin waren, wo man sich so ein bisschen zusammenreimen konnte tatsächlich. Ich weiß nicht mehr, wo das war, aber in irgendeinem Buch in der Bibliothek haben wir das gelesen.
Und die Malakim hatten einfach so ihre Ruhe. Dann wurden sie von den Menschen gesehen und zu Sklaven gemacht. Plus die Bosheit der Menschen färbt auf die Malakim ab und sie werden zu Drachen. Also die sind eigentlich ziemlich arm dran. Also wir hatten heute echt viel Input, aber das Witzige ist einfach, dass dieser Input eigentlich immer sofort erklärt wurde. Und das finde ich eigentlich cool, dass man jetzt nicht lange auf Antworten warten musste, sondern dann tatsächlich auch sofort nochmal mehr Infos dazu bekommen hat. Warum sitzt du eigentlich hier neben mir? Was nicht, ich guck ein bisschen zu. Ach so. Hi. So I rescued this poacher who'd run away from one of those class 4 islands, right? She mentioned something about being hired by some chef to go hunt a rare wolf on the island. But she didn't see a single blasted critter on that island, let alone any rare wolf. Place was empty. Then why did she run away? Even though she never saw nothing, she kept hearing some beast howling round the island. Freaked her right out, I tell ya. When she got back to her boat, her food had been pilfered and her ship was scratched up to hell. She got out of there as quick as she could, but her ship sunk soon as she hit open water. Hmm. Sounds like whatever's there is as smart and manipulative as it is vicious. Sounds like. Later I heard some talk about how several exorcists had gotten killed on that island. If you plan on going, you'd best be very cautious. Oh, okay. Und zu dem, was Kai geschrieben hat, als Antwort auf was anderes. Ich sag mal, diese ganze Bosheit wird ja auch nur erstmal gebraucht, um Innominat zu erwecken. Also er kann ja vielleicht auch in irgendeiner Form versiegelt sein und diese Bosheit wird nur benutzt, um das Siegel zu brechen, weil eventuell solche negativen Emotionen stärker sind als positive und dementsprechend die Bosheit benötigt wird, um ihn überhaupt erstmal zu erwecken. Das heißt ja nicht, dass er das wirklich in sich aufnimmt. Aber abseits davon, klar, er soll ja auch ein riesiger achtköpfiger Drache sein, also... Siehst du diesen viereckigen Kasten um das Speicherpunkt? Schon. Als wäre er einfach davor gesetzt, damit das Ding so blau leuchtet. Also der Schein ist nicht so sonderlich gut ausgeblendet hier. Nee. Aber von hier geht's. Das ist so ein Würfel einfach um das Ding herum. Hier sieht man schon, wie eckig das ist. Okay, sind wir für heute auf jeden Fall auch durch. Ich meine, wir haben von der Meteranzahl her gar nicht so viel geschafft, weil die Route halt sehr lang war und der Dungeon recht lang gedauert hat. Aber wir hatten super viel Input. Das heißt, ich kann jetzt nämlich noch einkaufen hier in der Stadt. Das mache ich auch immer gerne so nach den Streams. Und dann können wir, ja, nach mehr Erdenpulspunkten suchen. Wir haben jetzt ja quasi Velvet als Therian, den Nashorn, Hirschkäfer, Gedöns und Camoana. Das sind schon mal drei. Und wir wissen, dass der Greif halt potenziell einer ist in der einen Villa. Das heißt, wir wüssten schon mal von vier. Dann fehlen uns noch drei weitere. Ich habe nur gerade keine Ahnung, welche das sind, ehrlich gesagt. Ich konnte mich an Camoana erinnern, ich konnte mich an den Käfer erinnern, an den Greif und an Velvet. Aber die anderen habe ich irgendwie... gerade zumindest gar nicht auf dem Schirm. Obwohl ich die bestimmt gesehen habe damals. Aber ja, dann sind wir für heute auf jeden Fall durch, haben jetzt auch nochmal schöne Musik zum Abschluss, nachdem wir am Anfang vom Stream ja gar keine Musik hatten in Haria. War wahrscheinlich schon kein gutes Zeichen, wenn ich bedenke, was da danach passiert ist. Und dann geht's beim nächsten Mal hier weiter.